Gut, ich halte deine Rede, basta. Muss nicht sein. Und ob das sein muss. Bisher habe ich bäuerliche Vergnügungen eines Edelmannes stets für unwürdig gehalten. Welcher Edle würde schon mit Schweinehirten verkehren wollen? Natürlich genoss ich die Schönheit draller Bauerndirnen und genieße sie noch. Hätte ich mehr Zeit, würde ich das jeder einzelnen von euch beweisen. Bei Bauern ist das was anderes. Die habe ich nie beachtet. Ein, zwei haben sich um meine Pferde gekümmert. Und dies nicht schlecht, aber Konversation? Nicht mal, wenn man mich dafür bezahlt. Man muss seinen Prinzipien schließlich treu bleiben, nicht wahr? Doch seit heute ist alles anders. Unter all dem Dung ist ein Bauer ein Mensch. Dank euch ist mir das klar geworden. Ihr redet zwar weiterhin nur Mist, aber das macht mir nichts mehr. Dafür danke ich euch und drücke euch meine Zuneigung aus. Es ist gleich Mitternacht. Zeit für die Haube. Warte, ich bin noch nicht fertig. Oh doch, das bist du. Alle Jungfern gehen zur Haubenzeremonie. Auch du bist eine Jungfer, Shani. Ihr Leute, nun naht die Mitternacht und mit ihr naht die Haube. Drum segnen wir das junge Paar. Denn wisst ihr, was ich glaube? Die Liebe wohnt in ihren Herzen. Möge sie gedeihen. Möge jeder neue Tag sie wiederum erfreuen. Los, erhebt die Gläser auf die Fischvermählten. Euer Beischlaf soll euch manch ein Kind bescheren. Geht drum schnell aufs Zimmer, da seid ihr alleine. Trinken wir zum Ausgleich eure teuren Weine. Die Braut ist jetzt deine, du musst sie beschützen. Drum gib Acht auf Nachbarn, wollen sie stibitzen. Schau doch nicht so brummig und lass dich nicht foppen. Sie ist dir ergeben, wird sonst kaum foppen. Sie wird dir treu sein, drum trinken wir baden darauf, dass ihr ein Paar seid und dass wir euch haben. Dem heiligen Brauch nach ist die Fängerin der Blumen die nächste Braut. Das musste wirklich sein. Als wäre es gestern gewesen, wie wir auf Olgirds Hochzeit gezecht haben. Ich musste einfach etwas aufschreiben. Gibst du ihm den Brief? Mach ich. Danke. Du bist ein guter Kerl, Hexer. Sterbenslangweilig, aber gut. Entzückende Tradition. Errötende Jungfrauen beim Tanz mit wehendem Haar, offenem Mieder, wogenden... Reicht es nie. Hast du gesehen? Shani hat die Girlande gefangen. Nach bäuerlichem Aberglauben heiratet sie als Nächste. Vielleicht. Einerlei. Es ist nach Mitternacht. Zeit für dich, in die Krypta zurückzukehren. Geht nicht. Ich habe noch zu tun. Ist Wladimirs Geist weg? Siehst du, sie fragt nach mir. Vermisst mich schon. Ich bin hier, mein liebliches Tülpchen. Jener Kuss, als wir tanzten, lässt mir noch immer den Kopf schwirren. Keine wilden Pferde könnten mich von dir fernhalten, ehe ich nicht noch einen bekomme. Oder zwei. Oder so viele du mir geben willst. Du hast dich offenbar gut amüsiert. Das freut mich. Ein Kuss. Ich wusste, es würde so enden. Und zugleich beginnen. Nein, nur enden.
Es ist nach Mitternacht. Deine Zeit ist gekommen. Ha! Wen scheren solche Kinkerlitzchen? Der Tod fordert mich nicht zurück. Was sollten wir da nicht weiter feiern? Was soll Geralt davon halten? Du hast ihm dein Wort gegeben. Shani, Liebling, ich bin tot. Von einem Toten kann man nicht allzu viel erwarten. Wladimir von Evereck, geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich bitte dich. Halt dich da raus. Halt! Aufhören! Bitte! Verschwinde! Oder ich nehme dich mit mir. Deine modrige Gruft wird dir dagegen wie das Paradies erscheinen. Deine Wahl. Hör auf, ihn zu quälen. Ich verspreche, ihn nicht umzubringen. Götter, was ist hier passiert? Was hast du mit ihm gemacht? Das war zu hart. Es war ein bisschen zu hart, ne? Du hättest ihn nicht leiden lassen müssen. Natürlich hätte ich das nicht müssen. Aber ich konnte. Ich hoffe, du hast ihn nicht verletzt. Ich habe einen Schädling entsorgt. Noch länger müsst ihr ihn nun wirklich nicht ertragen. Geralt hat seine Aufgabe erledigt, also... Ja, ich weiß. So wie er eine Aufgabe erledigt hat, stürzt er sich auf die nächste. Diesmal vielleicht nicht, wer weiß. Ich habe bemerkt, wie ihr euch anseht. Und eure gemeinsame Vergangenheit ist mir ebenfalls bekannt. Tatsächlich? Wie das? Shani, meine Liebe, woher weiß ein Adler, wie man fliegt? Einerlei. Wladimir von Evereck wird euch jedenfalls nicht mehr belästigen. Ich würde gerne noch bleiben. Ich würde gerne noch bleiben, aber... Keine Entschuldigung, Geralt. Ich bin nicht wütend. Ein Hexer muss seinem Weg und seiner Profession folgen. Ich habe vielleicht den falschen Eindruck gekriegt und einfach zu viel von dieser Hochzeit erwartet. Ich weiß nicht, ob ich dich verstehe. Nicht so wichtig. Ich sehe nach Aldona. Schließlich bin ich ihre Brautjungfer. Ah, da ist es. Das Gesicht eines Mannes, der eine Frau nicht versteht. Und du verstehst sie? Natürlich. Frauen sind schlicht. Leider sind Männer hoffnungslose Idioten. Er hat recht. Deine Freundin wird nun gekränkt sein. Pflück ihr Blumen oder lade sie auf einen Humpen ein. Dann kommt sie drüber hinweg. Ich brauche keine Ratschläge, danke. Sie hat was für dich übrig. Du für sie auch. Nicht drüber nachdenken. Einfach spontaner Ehrlichkeit nachgeben. Das ist das Schönste an menschlichen Beziehungen. Ihr müsst ja nicht wie Aldona und Jonas enden, als verliebte Trottel, die sich auf ewig gebunden haben. Nutzt die Nacht und eure Chance. Genießt einander. Das war's. Viel Spaß. Ach, schwere Zeit. Finde mit deinem Hexensinn etwas, was um Shani aufzumuntern. Ein guter Tropfen wird ihre Stimmung heben. Ein ordentlicher Schluck hat noch nie geschadet. Aber wird sie das aufmuntern? Gute Frage. Keine Ahnung, ist sie eine Alkoholikerin? Sie ist eine Ärztin? Ist das... Das ist gleiche Alkoholiker und Ärzte? Ich würde erstmal gucken, was so die Alternativen wären. Ob die Idee gut ist? Vielleicht ist sie betrunken noch schwermütiger. So, was haben wir hier? Meine Güte. Das ist so eine Bulle Schnaps, kann nie schaden. Vogelbeerschnaps. Shani liebt die Blumen. Vielleicht mag sie auch den Schnaps. Ein
ordentlicher Schluck hat noch nie geschadet. Aber wird sie das aufmuntern? Warte, ja, komm, wir nehmen mal den, oder? Na. Ob die Idee gut ist? Vielleicht ist sie betrunken noch schwermütiger. Ich meine, warte, das wäre jetzt Vogelbeerschnaps, ne? Vogelbeeren hat sie ja gesagt, findet sie klasse. Bist du aber ein langer Lulatsch? Dass sie mit betrunken ich ist, ne? Vogelbeere. Shani hat erwähnt, dass sie früher Halsketten aus Vogelbeeren gemacht hat. Hübsch, schätze ich. Aber wird sie das aufmuntern? Ja, behaupten wir mal. Na gut, ich pflücke welche. Bin ein Romantiker geworden. So, gib Shani das Geschenk. Jetzt habe ich hier einfach so einen Push in der Hand. Bist du mein Lulatsch-beste NPC-Sprüche? Mein Lieblings-NPC-Spruch ist, wie jemand alle Körpergeräusche, die ein Mensch machen kann, macht. So. Ein Mann mit Blumen ist ein Mann in der Klemme. Sie verschenken keine Blumen, wenn sie nicht rauskommen. Noch hier? Ich dachte, du musst zu Olgierd. Wir sehen uns so selten. Ich finde, Olgierd kann bis morgen warten. Lächeln, Shani. Du weißt noch, dass ich Vogelbeeren mag? Ich weiß noch vieles über dich. Die Hochzeit ist noch in vollem Gange, aber du siehst aus, als wäre es eine Beerdigung. Warum so traurig? Traurig ist das falsche Wort. Als ich die Girlande fing, ist mir was aufgefallen. Die Jahre fliegen vorbei und ich pumpe immer nur Mägen aus und nähe Gliedmaßen wieder an. Allein. Du hast mich. Du hast mich. Und wie lange? Einen Tag, zwei? Versteh mich nicht falsch. Es ist schön, aber du kommst und gehst. Ich brauche jemanden, der abends da ist, wenn ich nach Hause komme. Wenn ich den ganzen Tag Wunden verbunden und Bäuche vernäht habe, brauche ich einen guten Tropfen und ein paar gute Scherze. Verstehe. Du hast recht. Ich könnte nicht jeden Tag für dich da sein. Aber ich freue mich immer, dich zu sehen. Und heute gehöre ich dir. Dann trinken wir doch auf heute. Auf heute. Möge der Moment nie vergehen. Der Alkohol setzt den Musikanten zu. Sie treffen keinen Ton mehr. Gehen wir spazieren. Gute Idee. Also gute Scherze kann ich nicht bieten. Und guten Fusel auch nicht. Nicht in die Haare stecken. Shanit hat eine gepinkelt, bevor ich den Busch gepflückt habe. Ey. Hat dir die Hochzeit gefallen? Sie war ganz schön. Sie war nicht übel. Ich hätte mich sogar amüsieren können, wenn ich nicht dem Geist eines Irren als Puppe hätte dienen müssen. Aber ich muss zugeben, dass ich dank ihm manches erlebt habe, was mir sonst entgangen wäre. Was denn? Hundejagden im Wald? Prügeleien mit Zaunlatten? Du vergisst, dass da auch ein Kuss war. Das war so eindeutig, Wladimir. Ich hätte fast vergessen, dass du dabei warst. Es war sein Wille, sicher, aber mein Körper hat mich an die alten Zeiten erinnert. Wysima, meinst du? Ich dachte, du hättest unsere ganze Katriona-Geschichte vergessen. Die Seuche ist lange her, ja. Aber die romantischen Seiten dieses Abenteuers werde ich nicht vergessen. Keine Sorgen wegen der Finanzen. Meine Werkstatt läuft hervorragend. Ah, da bin ich froh. Wir sind ziemlich knapp bei Kasse. Sag dem alten Besen aber nicht, dass ich dir das gesagt habe, ne? Keine Bange, Herr. Ich schweige wie ein Grab. Wir Männer müssen zusammenhalten. Genug mit dem Herr. Ich bin Wassi. Du kannst auch Papa zu mir sagen.
Danke, Papa. Es ist mir eine Ehre. Trinken wir darauf. Oh. Die Familien wachsen zusammen. Schwiegerväter und Schwiegersöhne. Nach dem ersten Schnaps verbrüdern sie sich oder polieren sich die Visagen. Ich hatte schon befürchtet, dass die Hochzeit gar nicht stattfindet. Wegen der Statusunterschiede? Mhm. Jonas Familie hat Aldona als unwürdig betrachtet. Aber offensichtlich lieben sie einander. Da geben Eltern normalerweise nach. Ich weiß nicht. Meine Mutter würde sich nie mit einem Ungeeigneten abfinden, ob ich nun schwöre, ihn zu lieben oder nicht. Deine Mutter ist doch nicht aus Stein. Du würdest sie schon überzeugen. Bisher ist es mir nicht gelungen. Hast du hier immer nur Musikanten, Artisten und Hexer angeschleppt? Nein. Ich soll jemanden wählen, der wohlhabend oder gut im Geschäft ist, gut erzogen. Dagegen ist ja nichts zu sagen, oder? Ach, vielleicht nicht. Aber solche Leute sind selten amüsant. Das könnte stimmen. Sag das meiner Mutter. Sie findet, ich hätte mir auf der Akademie einen Mann suchen sollen. Hab ich aber nicht. Oh, bestimmt denkt sie, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Oh, bitte, Shani. Wir leben im 13. Jahrhundert. Frauen gehen nicht zur Akademie, um Männer zu finden, sondern um zu lernen und ihren Interessen zu folgen. Wie du. Das sieht deine Mutter bestimmt ein. Du hast einen Doktorgrad, deine eigene Praxis und umfangreiche Fronterfahrung. Du bist eine feine Person. Mit dir stimmt alles. Meinst du wirklich? Wirklich. Schau, die tapferen Brüder. Stramm wie die Latten, die sie vom Zaun gerissen haben. Wo mag die Schwester sein? In ihrem Zustand könnten die hier sie vor keinem Kleinkind beschützen. Wenn sie nicht eingeschritten wären, hättest du sie ins Heu geworfen. Sie war willig, wenn du mich fragst. Ich war nicht in der Stimmung. Ich hätte widerstanden. Ich glaube, du hättest die Chance genutzt. Ich brauche solche Chancen nicht. Hast du deine Gewohnheiten geändert? Vielleicht bin ich wählerisch geworden. Klingt, als hättest du dich schon entschieden. Das stimmt. Rat mal, für wen. Oh, wie schön. Ich muss an den Kuss denken. Welchen Kuss? Den Wladimir dir auf den Mund gedrückt hat. Mit meinem Mund. Ob es sich ohne seine Gegenwart anders angefühlt hätte? Kann ich dir nicht sagen. Lässt sich aber rausfinden. Und? Was sagst du? Viel besser, ganz anders. So, wir machen einfach mal ein bisschen zufällig draus. Ich habe gerade die Augen zu. Ich küsse dich viel lieber alleine und aus eigenem Willen. Korrigiere mich, wenn ich irre, aber Wladimir wollte doch mehr als einen Kuss. Das hat er offen zugegeben. Das stimmt, er war sehr direkt. Was bisweilen seine Vorteile hat. Stimmt. Es kann einem viel Zeit sparen. Also, wie sieht's aus, Geralt? Hast du etwas Zeit mit mir zu verschwenden? Oder willst du jetzt lieber zurückgehen? Ich hab dir den Abend versprochen. Ich halte Wort. Und ich will direkt sein. Direkter als Wladimir. Klingt interessant. Es wird noch interessanter. Mist. Schon besetzt.
Ich glaube, die wird gleich frei. Woher wusstest du? Bin Hellseher. Fast noch voll. Wäre wirklich eine Verschwendung. Ließen wir sie hier zurück, könnte sie ein Betrunkener finden und sich noch schlimmer betrinken. Und ich habe doch geschworen, keinen Schaden anzurichten. Ruder mich zum Mond. Da müssten wir fliegen. Ganz falsch. Schau, da ist er doch. Mitten im See. Was machst du da? Was man eben auf dem Mond macht. Schon wach? Eine Weile. Wusstest du, dass du dir seit unserem letzten Treffen 27 neue Narben zugelegt hast? Du zählst mit? Mhm. Manchmal schon. Haben wir den Mond erreicht? Hast du das vergessen? Nein, das vergisst man nicht so leicht. Das stimmt. Klingt, als würdest du es gern. Nein, das vergesse ich bestimmt nicht. Und ich will es auch nicht. Aber ich muss nachdenken. Allein. Shani, warte. Ehe du gehst, muss ich dich um einen Gefallen bitten. Ja? Es ist wegen Olgierd, ein mysteriöser Mann. Ich glaube, seine Geschichte ist komplizierter, als ich dachte. Könntest du ihn dir vorknüpfen? Vielleicht findest du etwas heraus. Klar, mache ich gern. Danke. Bis dann. Ja, bis dann, Geralt. Zum Kuss gehörte noch eine dritte Option. Mäh. Ja, hätte ich mir irgendwie auch so gewünscht. Mit Brille läuft. Ja, ne, wenn du Brillenträger bist, dann möchtest du auch gerne was sehen, ne, oder so. Gut, wir können jetzt Olgi jetzt sagen, dass unsere Aufgabe erfüllt ist. Ich glaube, wir können dann aber auch den Kram mit Shani außen vor lassen. Ne, wie wir das in Gentleman schweigt und genießt. Dementsprechend, ja, das lassen wir dann erstmal.
Egal. So, andere Frage. Wie schaut's mit Klamotten aus? Haben die überhaupt Stats, den Kram, den ich geklaut habe? Die haben sogar Rüstung. Und das nicht mal allzu... Also gut, die Hose jetzt nicht, aber halt. Der Rest ist okay. Aber wir gehen jetzt wieder in unser Bärenoutfit. So, zack, zack, zack. Gut. Anders als das, ich bewege mich jetzt nochmal zumindest nach Ochsenfurt, sobald wir einen Schnellreisepunkt finden. Da hinten ist einer. Und würde dann von dort aus den Stream beenden. Eigentlich wollte ich vor einer Stunde aufhören. Achso. So, wir nehmen alles hier mit an dem Brett. Weil wir können. Wir gehen dann hier runter nach Ochsenfurt. Idealerweise. Ich würde ganz gerne bei dem Schmied nochmal vorbeischauen, damit wir unseren Kram reparieren können. Und dann gucke ich mal gleich, ob noch jemand anderes von der Streamer online ist, an den ich rüber hosten kann. Ich meine, wir haben Donnerstag so nach 12. Das dürfte also ein bisschen schwer sein. Ich weiß es nicht. Es ist immer so weird. In letzter Zeit sind ganz viele Leute von der Streamer dann doch zeitlich immer so ein bisschen auch noch spät dabei, auch unter der Woche. War das Bärenzeit mit der Quentverstärkung? Ich glaube nicht. Ich schaue einfach mal nach. Doch, ja, war's. Ja, war's. Hallo, noch ein. Aber noch ist es nicht auf höchster Stufe. Noch ist es halt nur auf Überlegen, glaube ich. Und ich wollte am Ende des Tages alle. So, das kann ich verkaufen. Und die restliche Rüstung, weil das halt so Sonderrüstung ist, kommt in den. Kommt dann in die Truhe. Dann hatte ich das auch bei meinem Playthrough. Ja, ich habe so ziemlich alle. Rüstung. Alle auf Überlegen, glaube ich. Ich habe hier keine Truhe in dem Gebiet, ne? Nee, da nicht. Ich hätte hier unten eine und da oben eine. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte alle quasi auf höchster Stufe haben, die man verbessern kann nach und nach. Aber dafür müssen wir noch mehr Kram finden. Ne, hier zum Beispiel haben wir nur die Überlegenen. Handschuhe. Statt die... Ich glaube... Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was nach Überlegen kam. Ob dann direkt schon Meisterhaft kam oder noch irgendwas davor. Ich glaube, dann kam direkt ein Meisterhaft. Ich bin mir aber unsicher. Hatte ich nicht... Da, hier das Greifenstahlschwert. Genau, Überlegen und dann kam Meisterlich. Ja, und dann... Müssen wir halt noch machen. Ich habe auch noch nicht alle Quests dafür, alle Schatzsuchquests. Die würde ich dann aber, sobald wir mit Hearts of Stone fertig sind, einmal die Schatzsuchen alle machen. Ist das New Game Plus? Nee. Das ist noch alles Normales. Also das ist noch immer Hauptkampagne und so weiter und so fort. Ich habe ganz vergessen, dass ein New Game Plus existiert. So, genau. Dann würde ich diese oder die Position nehmen, um zu speichern. So, zack, zack. Und dann einmal hier Spiel verlassen.